Nachdem wir das Gerät jetzt angelernt haben, führen wir einfach mal einen Lauf aus der App heraus durch. Dafür klickt ihr auf Home, wählt den entsprechenden Raum aus, in dem dieses Sonnenschutzprodukt angelernt worden ist. Hier in meinem Fall ist das Wohnzimmer. Und ihr findet auch direkt zwei Buttons zum Rauf, wieder runterfahren und den aktuellen Wert des Gerätes, auf welchem Behang steht dieses Sonnenschutzprodukt. Wir können jetzt direkt aus diesem Menü heraus unser Sonnenschutzprodukt fahren lassen oder wir klicken in den Raum hinein, wählen den linken Bereich, in dem Sonnenschutz wohnen steht und können von hier auch eine Position genau anfahren über die App. Ja, ihr seht schon, das ist sehr, sehr genau. Man kann hier mit Nachkommastellen arbeiten. Und jetzt fährt mein Sonnenschutzprodukt auf diese soeben gewählten 19,5%. Falls ihr das ganz genau einstellen wollt, einfach oben in die Prozentzahl reinklicken, denn hier könnt ihr dann auch einzeln tickern und zum Beispiel exakt die 20% Position anfahren, wo ihr entsprechend mit eurem Sonnenprodukt hin möchtet.